Hallo und herzlich willkommen zum Wohlfühlgewicht-Podcast, deinem Podcast fürs Wohlfühlen, Wohlfühlgewicht und für die Selbstliebe. Ich bin's wieder, Dr. Mareike Awe, für dich einfach nur Mareike, und ich freue mich riesig, dich heute hier zu begrüßen, denn heute habe ich eine ganz bezaubernde Frau bei mir, einen ganz besonderen Interviewgast, und zwar Susan Sidoropoulos. Susan hat 10 Jahre lang eine absolute Hauptrolle in der erfolgreichsten oder in einer der erfolgreichsten, ich glaube sogar der erfolgreichsten deutschen Daily Soaps GZSZ gespielt. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Verena Koch. Und sie ist unter anderem bekannt als Fernsehmoderatorin und aus verschiedenen Fernsehproduktionen sowie von der Gedankentankenbühne kennt man sie mittlerweile auch über Social Media, über alle Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung. Und nebenbei ist sie auch noch Mama von 2 Kindern und hat die Liebe ihres Lebens nach, glaube ich, 24 Jahren Beziehung, wenn ich das richtig gelesen habe, geheiratet. Und heute ist sie zu Gast bei mir im Wohlfühlgewicht-Podcast. Und wir sprechen über ihr Essverhalten, ihren Weg raus aus dem Diätwahn hin zu mehr Entspannung, hin zu, ja, auch mit dem Körper, einem einfach entspannteren Verhältnis zum eigenen Körper, zur eigenen Figur, und auch über den Figurdruck, der vielleicht in der Öffentlichkeit herrscht, werden wir gleich mal drüber sprechen, und wie es ihr selber gelingt, dabei verbunden mit sich selber zu bleiben, trotz dem ganzen öffentlichen Trubel und auch trotz dem ganzen Stress und dem Trubel, der wahrscheinlich in ihrem Leben herrscht. Und jetzt erstmal begrüße ich Sie hier. Hallo, liebe Susan, schön, dass du heute hier bist. Hallo, hallo. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Wie geht's dir heute? Heute geht's mir sehr gut. Wir waren gerade ein bisschen draußen. Heute ist ja also dieser Temperaturwechsel, irgendwie vorgestern noch gefühlte 25 Grad, heute wieder 15 Grad. Muss man ein bisschen auf sich aufpassen, aber ein bisschen waren wir gerade an der Luft und es war schön. Und ja, jetzt habe ich die Kinder ins Kinderzimmer verbannt und habe gesagt, Mutti muss jetzt eine Stunde, braucht sie jetzt Ruhe. Das ist aber schön. Da freue ich mich, dass du dir diese Zeit heute genommen hast für uns. Und ich möchte einfach mal einsteigen. Wenn man so von deinem Karriereweg hört und überhaupt, sobald man deinen Namen hört, denken wahrscheinlich die meisten Leute, wow, wie hat sie das geschafft und wie kommt es überhaupt dazu? Vielleicht magst du uns mal zurücknehmen zur kleinen Susan, ob du schon immer ins Fernsehen wolltest, ob du schon immer diesen steilen Weg gehen wolltest und wie es überhaupt dazu gekommen ist bei dir. Ja, tatsächlich wollte ich noch nie was anderes. Ich habe relativ schnell oder eigentlich sofort gewusst, wohin die Reise geht. Also sprich, kleine Susan hat schon mit 6 Jahren gewusst, irgendwann, ich konnte es noch nicht so formulieren, ne? Ich habe immer gesagt, werde ich so ein Superstar. Ne? Sehr gut. Ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung. Ich wusste, ich wollte immer singen und tanzen und schauspielen, moderieren. Also es war immer, bei mir war alles immer eine Bühne. Schon von klein auf, wenn 2 Freunde von meinen Eltern da waren, war so, setzt euch alle hin, ich sag mich jetzt an und dann muss ich was singen und dann muss ich was tanzen. Also ich war schon immer so eine kleine Rampensau. Und das hat sich fortgezogen in die Schule. Also bei jeder Aufführung musste ich da mitmachen und Theater AG und Musical-Workshop schon mit 12 Jahren und mit 13, mit 14. Und mit 16 habe ich dann schon meine Musical-Ausbildung angefangen, also alles sehr, sehr früh. Und mit 19 habe ich schon in dem Job gearbeitet und seitdem durchgängig nur das. Wow, krass, aber das ist doch mega, wenn man das schon so früh weiß und dann in diese Richtung geht. Und da hast du das Gefühl, das kommt richtig so aus dir heraus, so wie so ein Brennen, so eine Leidenschaft? Oder war das was, wo deine Eltern gesagt haben, Susan, mach das doch mal? Meine Eltern haben das gar nicht gesagt. Meine Eltern waren aber sehr, sehr cool. Man muss sagen, ich komme aus so einem Gastronomiehaushalt. Ich bin mit einem italienischen Restaurant aufgewachsen. Bei uns war immer Halligalli, immer laut, immer Action. Also es war jetzt nicht so eine typische Akademikerfamilie. Ne? Also deswegen waren meine Eltern auch fein damit, dass ich jetzt nicht studiert habe und auch kein Abitur gemacht habe. Es war zwar erstmal so, wie wahrscheinlich alle Eltern, erstmal so ein bisschen stocken, aber ich habe daraus gelernt, schon sehr früh, dass ich das mit meinen Kindern genauso machen werde. Also ich wünsche mir, dass die glücklich sind, ich wünsche mir, dass die etwas finden, was die erfüllt, und mir ist es völlig egal, was es ist. Und die haben, glaube ich, ganz schnell gesehen, es gibt keinen anderen Weg für mich, es ist nur das. Sie haben mich immer unterstützt und ja, und das ist gut. Und ich dadurch ging das dann auch, hat das gut geklappt. Also ich würde mal behaupten, ich habe viel Glück gehabt, aber ich habe auch wirklich sehr zielstrebig dahin gearbeitet.
Ja, mega. Und ich weiß ja aus unserem Telefonat und auch aus unserem Livestream, den wir schon hatten, dass es eine Zeit gab, wo du so ja ein bisschen dich gestresst hast wegen deiner Figur oder dich vielleicht unter Druck gesetzt hast. Und ich habe dazu die Frage, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal das Gefühl hattest, dass entweder andere auf deine Figur achten oder dass du selber darauf achten solltest? Also ich glaube, es hat angefangen in der Musical-Ausbildung, also mit 16. Ne? Dann war ich natürlich, hatte ich jeden Tag Ballett, jeden Tag Jazz, jeden Tag Tanzunterricht und die kleinen Ballerina-Mädchen, wie wir sie ja kennen. Ich war nicht so ein kleines Ballerina-Mädchen. Ich war immer schon etwas kurviger, auch als junges Mädchen. Fühlte ich mich schon relativ schnell anders als die. Also, und wir sprechen hier wirklich... Also ich war niedig, ne? Also es sind wirklich so minimale Unterschiede, aber wir kennen die Ballerina-Mädchen, ne? Mhm. Und meine Ballettlehrerin hat auch früher immer gesagt dann im Unterricht, ja, nicht wie so ein dicker Mehlsack da runterspringen. Das hat sich schon sehr eingebrannt, weil ich fühlte mich wirklich wie so ein dicker, schwerer Mehlsack, weil ich hatte diese Leichtigkeit irgendwie nicht, ne? Mhm. Tanzen war auch nicht so meins. Mhm. Ich mochte das, aber ich war nicht so gut. So, ja. So. Mhm. Genau. Und aber ich war schon immer selbstbewusst, glaube ich. Und es war nie so, dass mir von außen jemand gesagt hat, ich wäre irgendwie zu dick. Mhm. Niemand. Nee, habe ich nie erlebt. Also ich hatte zwar, eigentlich nicht. Und ich weiß aber, dass es dann, klar, in der Musical-Ausbildung ging es viel darum, es war sehr früh schon die Themen, Diätpillen und wie man sich das so vorstellt in so einer Musical-Ausbildung. Also klar geht es viel darum. Es geht um Energie, es geht darum, Kraft zu haben. Und da wird schon viel mit so Schnickschnack darum getüdelt. Ne? Und für einen jungen Menschen wie mich war das natürlich dann neu. Es gab natürlich noch kein Instagram, es gab nicht diese große Vergleichsportale. Mhm. Also wir haben uns dann nur in unserem Klassenraum miteinander verglichen. Also es war kleiner oder mit der Bravo. Mhm. Aber ich wollte ja auch kein Topmodel werden oder irgendwas. Ich war schon fein mit mir. Mhm. Aber dann im Fernsehen ging, glaube ich, erst los. Weil das Fernsehen, ich war dann seit ich 20 bin im Fernsehen unterwegs. Und das Fernsehen macht 5 Kilo mehr. Ja. Mhm. Und das wissen viele, wenn sie mal jemanden auf der Straße treffen, den sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen, sagen die meisten wirklich als erstes, du bist ja total schlank. Mhm. Und das ist wirklich so, huh, okay, krass, weil man sieht schon anders aus. Und man muss sich dann aber mal vorstellen, wie dünn müssen denn bitte die schlanken Mädels im Fernsehen, die im Fernsehen schon so dünn sind, im Echt aussehen? Ja. Die Frage stelle ich mir jetzt heute, wo ich immer denke, krass. Und was hat das so mit dir gemacht? Also hattest du das Gefühl, die Welt guckt auf deinen Körper oder hattest du das Gefühl, also wie war es zum Beispiel GZSZ? Ich stelle mir das so vor, du warst ja selber da noch relativ jung, so Anfang 20. Und also bei mir war das eine Phase, wo ich selber mich auch sehr auf meinen Körper fokussiert habe und mich hätte es verrückt, glaube ich, gemacht zu wissen, dass jeder immer meinen Körper sieht im Fernsehen. Ja. Also ich kann mich ja nur mit heute vergleichen, wo es um 180 Grad anders ist. Und wenn ich mich an damals erinnere, Verena war jetzt nun auch ein sehr freizügiges Persönchen, ne, die so zigtausend Affären hatte und viele Liebesszenen, viele Unterwäschenszenen. Ne, und mit Leon Moreno. Und Leon Moreno, mein lieber Schauspielkollege damals, hat dann schon auch manchmal gesagt, so, na mein kleines, und dann kneifen dich so mal in den Bauch rein, ne? Das ist ja nur Spaß, aber für einen selbst war es damals so, oh, Hilfe. Ne, die Männer haben ja alle viel mehr Probleme als wir, ne? Die verbergen das nur anders, ne? Wir sind da ein bisschen offener damit, glaube ich. Mhm. Ne? Und ja, klar, also für mich war es, es war so ein Zwiespalt, weil ich wollte unbedingt stolz auf das sein, was ich hatte, weil ich auch sehr schnell gemerkt habe, das ist das, was die Leute da draußen so toll finden. Ah ja. Die ziehen sich mit mir. Mhm. Ich habe ganz viele Zuschriften damals bekommen von, oh, endlich jemand, die so normal ist und so normal aussieht und voll schön und so selbstbewusst damit umgeht und gut gekleidet. Und ich habe schon gemerkt, das ist mein Kapital. Nichtsdestotrotz musste ich schon mit mir Selbstgespräche führen, dass das gut so ist und dass ich nicht so sein muss wie alle anderen. Ja,
Okay. Und hast du dann, also ich weiß aus unserem Gespräch, dass es eine Zeit gab, wo du auch Diäten ausprobiert hast. Wann kam diese Zeit? Diese Zeit war definitiv meine ganzen 20er. Also meine ganzen 20er habe ich immer alle möglichen Diäten ausprobiert. Ich habe immer diese komischen 3 bis 5 Kilo gehabt, die man so loswerden will, die ja so komisch im Kopf festgesetzt sind, obwohl man die nie weg hatte. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Zahl kommt, ne? Aber ich weiß, dass das ganz viele Mädels da draußen haben. Also 3 Kilo weniger. Aber das ist oft gar nicht... Keine Ahnung, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man dann irgendwo angekommen wäre. Man denkt immer, man ist dann glücklicher, ne? Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Und ich weiß nicht, ich habe mich da mega durchgequält. Also ich habe wirklich jede Diät gemacht, die es, glaube ich, gibt. Also von komischen Blutgruppendiäten und Trennkost und Eiweiß. Und okay, ich bin schon Vegetarier seit eh und je. Also diese nur Fleisch essen, das gab es nicht. Wie heißt das, Atkin oder so? Ja, wo man nur Fleisch isst. Und ja, ist auf jeden Fall sehr proteinhaltig, auf jeden Fall. Ja. Und ja, dann gibt es auch Paleo, da isst man auch irgendwie viel Fleisch. Genau, das hat bei so Freunden von mir, weiß ich, dass die das oft gemacht haben. Und ich habe dann auch mal gehungert. Und klar, und ich habe, als ich dann zum ersten Mal mit ein bisschen mehr Sport angefangen habe, das war auch ganz spannend, da musste ich aufschreiben, was ich alles esse. Und dann meinte mein Trainer erstmal musst du mindestens 3-mal so viel essen wie bisher, damit du abnehmen kannst. Und ich war so, was? Und er so, naja, also du bist ja nur auf Hungern eingestellt. Dein Körper kann ja gar nichts, also das funktioniert einfach nicht. Das war quasi falsch. Also er hat mir erklärt, dass ich, wenn ich dann mal eine Pasta esse, dass die dann so abgespeichert wird, weil ich immer auf so einem Hungermodus bin. Das hat mich dann wieder verunsichert. Ich konnte das auch gar nicht so richtig filtern. Zu viele Informationen, auch zu viele Diätangebote. Ne? Man weiß ja gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ja. Mhm. Genau. Und in diesem Kreislauf war ich total gefangen. Und ich glaube, in diesem Kreislauf sind heute immer noch so viele gefangen, weil jede Woche kommt eine andere Diät. Und dann, ach so, ich dachte, man soll keine Kohlenhydrate essen. Doch, du sollst das essen, aber nicht das essen. Und immer soll man irgendwas nicht essen. Und wann hast du diese Beratung gemacht? Das war auch, also ich erinnere mich da, das war auch in den 20ern, weil ich dann ein Shooting hatte für die Maxime. Kennst du das noch? Ja. Wo man so im Unterwäsche drin ist. Das war, ich glaube, 2004 oder 2005 und geile Fotos geworden. Aber ich wollte halt so ein bisschen mich so besser fühlen, ein bisschen mehr in Shape und habe dann angefangen, voll viel verrückte Sport zu machen. Und ja, und da hat er mir das gesagt. Und hat das geholfen? Das mehr Essen, also das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war dann auch nicht dünner. Also ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals irgendwie so einen krassen Erfolg erzielt hatte in dieser Phase. Vielleicht mal so... Ein Tag, weil man 3 Tage irgendwie einen Shake getrunken hat, ne? Und dann das Gefühl hatte, ah ja, okay. Mhm. Aber ich habe auch die Figur, ich habe einen ganz flachen Bauch immer gehabt. Mhm. Auch schon als Verena. Mhm. Ne? Und aber ein Popo halt, ne? Mhm. Und die Popo-Figur-Frauen, die kennen das, die sehen nicht so schnell Resultate, wie die, die so ein Bauchding haben, ne? Mhm. Weil das ist dann relativ schnell so, ah, oh, heute habe ich ein bisschen weniger Bauch, ah, oh, super. Bis der Popo mal weggeht, das dauert... Das dauert länger. Dauert auf jeden Fall länger. Ja. Ja, und gab es dann, also hattest du das Gefühl, also dass dich dieses Diätverhalten, hat das was mit dir gemacht, hat dich das belastet und ja. Wozu hat das geführt? Was waren so die negativen Nebenwirkungen, die du hattest? Ich weiß, dass mir das sehr viel Energie geraubt hat und ich weiß, dass mein Mann oft zu mir gesagt hat, wenn ich den ganzen Tag dann gesagt habe, oh, das ist schlecht und das und ich oh, hätte ich mal bloß das nicht gegessen und jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, ne? Und dieses ständige sich bestrafen, wenn man etwas nicht durchhält und dann auch denkt, ah, jetzt ist sowieso alles umsonst. Ich warte wieder bis Montag oder so. Ne? Jetzt esse ich lieber alles ganz schnell, was ich dann nicht mehr essen darf. Also dieses ständige Bestrafen-Belohnungssystem, was immer in so eine Extreme entstanden ist. Und mein Mann hat dann immer zu mir gesagt, du, egal wie oft du heute noch sagen wirst, hätte ich das nicht und dies nicht, bist du auch kein Gramm leichter. Warum sagst du das die ganze Zeit? Aber wir Frauen müssen uns ja immer mitteilen. Ja, aber auch dieser Fokus, ne? Also das klingt so, als wäre die ganze Zeit Fokus Essen, Essen, Essen.
Essen, Essen, Essen. Fokus Essen auf jeden Fall. Und ich war mit zwar in den 20ern noch weit weg von jeglichen Persönlichkeitsentwicklung und Energien und Denken und Mindset. Das hat mir nichts gesagt und das hätte ich auch wahrscheinlich gar nicht verstanden. Ja. Aber heute ist es so klar, dass das der Weg, nur das der Weg sein kann. Also gerade heute saßen wir am Tisch, habe ich eine Freundin getroffen draußen, nicht am Tisch draußen, und die eine hatte Geburtstag und sie hatte einen Kuchen dabei. Und dann ging es wieder, und wir haben alles so zugenommen und Quarantäne und wir sind nur am Essen und alle sind dick und so. Und dann sagt die eine, erzählt mir dann, ja, aber ich bin jetzt auch 44, der Zug ist abgefahren. Und dann habe ich noch in dem Moment gedacht, krass, und das ist jetzt ihr Satz, den die sich jetzt jeden Tag gibt. Ne? Ich bin ja eh schon 44, der Zug ist abgefahren. Da habe ich ihr gesagt, warum sagst du das? Das ist doch Quatsch. Und dann habe ich ihr das mit dem Mindset so ein bisschen erklärt. Und die guckte mich an und war wirklich erstaunt und sagte, ey krass, stimmt, ich sage das ständig. Und dann glaubt man das ja auch irgendwann. Absolut. Und dann wird es die eigene Wahrheit. Das ist sehr, sehr spannend. Wann hast du denn angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen? Es gab zwei Phasen in meinem Leben, also einmal vor 10 Jahren. Da war es aber noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt, sondern da habe ich jetzt gelesen, Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich was in diesem Bereich gelesen habe. Da sind wir nach Thailand geflogen und ich wollte schwanger werden und bin ich schwanger geworden. Und irgendwie hat ein Freund uns dieses Buch mitgegeben, gar nicht aus diesem Grund. Aber irgendwie haben wir das dann gelesen und Jakob und ich haben beide unsere Themen drin gefunden. Und es hat sich total schön aufgelöst und ich bin auch schwanger geworden. Sehr gut, schön. Kann ich mir vorstellen, dass das bei dem Thema auch hilft. Total. Also ich habe ganz viele Dinge für mich verstanden. Und aber ich muss auch dazu sagen, ich habe viele Dinge davon, glaube ich, immer schon gelebt, ohne das Wissen, weil ich einfach so mein Naturell sehr positiv ist und ich schon glaube, dass ich mir die Dinge immer schon ins Leben gezogen habe, ohne zu wissen, dass es das gibt. Ja. Dann habe ich zwischendurch mal verloren und habe nicht verstanden, wo ist es hin. Mhm. Und dann habe ich mich angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und das ist, hat angefangen vor 1,5 Jahren. Vor 1,5 Jahren, okay. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass mit dem Thema, also du hast ja dann quasi, wir machen erstmal das Thema Essen, dann Persönlichkeitsentwicklung, Thema Essen erstmal. Ja, das klingt ja erstmal zum Thema selber, hast du gerade so den typischen Teufelskreis eigentlich berichtet. Hattest du dann auch abendliche Heißhungeranfälle? War das so bei dir auch Programm? Also ich liebe eh extrem Süßigkeiten und das ist eigentlich mein Hauptnahrungserkennung. Das ist auch gut. Lass das mal teuer verkaufen als Nahrungsergänzung. Genau. Also nein, das ist mein Hauptnahrungsmittel. Ja. Und wenn ich irgendwie Vitamine hätte, würde ich wahrscheinlich nur das essen. Aber hat der leider nicht. Und es passt aber zu, worüber wir bestimmt gleich noch reden werden, mehr über intuitives Essen. Tatsächlich habe ich da meine Mitte gefunden und ich kann durchaus mal eine Packung Toffifee essen und dann aber nichts sonst und anscheinend funktioniert das auch. Keine Ahnung, mein Körper ist damit ganz happy und zufrieden. Mittlerweile. Und wie war es damals? Also hattest du damals auch dieses Gefühl, zumindest kenne ich das von mir aus meiner Diätzeit, dass ich unkontrolliert super viel Schokolade essen kann? 100%ig. Also unkontrolliert, ich kann heute zwar eine Packung Toffifee essen, aber ich kann auch heute klar sagen, jetzt ist genug und kann das auch mal weglegen. Damals war das so, wie als ob man es aufessen musste, weil ab morgen ist ja vorbei und immer ständig über diesen Punkt gegessen hat. Also ich habe immer, das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, ich habe nie gesagt, ich bin satt. Ich habe immer nur gesagt, mir ist schlecht. Ja. Und mein Mann hat immer nur auf diesen Satz gewartet. Er hat mich immer beobachtet von der Seite, wie ich da schön reingeschaufelt habe. Dann hat er gesagt, irgendwann, dann sah er schon mein Gesichtsausdruck und er so, und? Und ich so, mir schlecht. Ich war sauer, weil er mich nicht aufgehalten hat. Und ich gesagt, wieso hast du mir das nicht vorher weggenommen? Naja, okay, also es klingt aber trotzdem so, als hättest du einen relativ humorvollen Umgang damit gefunden, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und was war jetzt dein Weg, um da rauszukommen und vor allem, was hat dir geholfen? Du hast erzählt, dass du nach der Schwangerschaft abgenommen hast, nicht zugenommen, dass du mittlerweile nicht mehr Diäten machst, sondern entspannter isst und anfängst oder angefangen hast, auf deinen Körper zu hören. Wie kam es dazu?
Tatsächlich war das durch die Schwangerschaften und gar nicht, weil ich das irgendwie ändern wollte oder bewusst, sondern ich war das erste Mal schwanger und habe tatsächlich nur 9 Kilo zugenommen, was völlig verrückt war, weil ich dachte, ich bin jetzt bestimmt die, die total aufgeht, wie weiß ich nicht. Aber es ist auch vielleicht ein Stück weit Veranlagung. Ich habe aber auch jetzt nicht für 2 gegessen, weil ich halte das für ein, stimmt ja auch nicht, das soll man ja auch gar nicht. Ich hatte auch gar nicht so viel Hunger, aber ich habe nicht so gesund gegessen. Ich habe jetzt irgendwie auch ein Toastbrot und Milchbrötchen und Nutella gegessen und das war auch fein. Und Nudeln ohne Soße und so. Aber ich habe halt eben nicht so viel zugenommen. Dementsprechend habe ich das schnell wieder abgenommen und durch Stillen habe ich noch mehr abgenommen. Und dann habe ich das, hat sich irgendwie auch mein Körper verändert. Irgendwie sieht der anders aus ein bisschen als früher. Ich weiß gar nicht wieso. Also irgendwie ist man ein bisschen schmaler geworden im Gesicht. Also ich war früher ein bisschen bübspeckiger. Und habe aber in der Schwangerschaft gemerkt, zum ersten Mal, alle Muttis kennen das bestimmt da draußen, dass der Körper dir echt sagt, so jetzt brauchst du das oder jetzt wäre gut das. Und wenn man so ein bisschen zuhört, ist das total spannend. Ich fand das so einen coolen Prozess, dass ich dachte plötzlich, oh, ich habe jetzt so Lust auf Früchte, weil der Körper wahrscheinlich irgendwas daraus wirklich gerne haben wollte. Oder jetzt habe ich Lust auf was auch immer. Mhm. Und irgendwie habe ich es ein bisschen beibehalten danach, dass ich einfach gedacht habe, man kann tatsächlich auch essen, nur wenn man Hunger hat. Ja. Yeah. Ja, voll schön. Und aber auch krass, dass du da so wie so ein Aha-Moment hattest. Glaubst du, dass auch, dass du dann Kinder hattest, auch selber dazu beigetragen hat, weil du nicht mehr ständig ans Essen gedacht hast, sondern ja, eben auch beschäftigt warst, ja, mit deinen Kindern? 100%. Also klar sind wir alle viel beschäftigt und arbeiten und so. Und trotzdem ist Wahnsinn, wie viel Fokus uns dieses Essensthema nimmt, obwohl wir nicht 1000 Sachen haben nebenbei. Aber wir machen es uns auch manchmal schwer. Und klar haben wir Situationen, dann hat man vergessen, was mitzunehmen. Und dann ist da nur die Imbissbude. Und dann denkst du dir, oh nein, jetzt irgendwie Pommes. Ich wollte doch eigentlich das so nicht. Aber auch dann sich nicht so crazy machen und zu sagen, okay, es gibt jetzt halt nur die Pommes. So what? Ich esse die jetzt. Und dann geht's weiter. Ist auch voll der Unterschied, weil wenn du die ganze Zeit, also wenn du mal was isst, wenn du keine Lust drauf hast, dann wirst du dir das nicht bei der nächsten Gelegenheit wieder kaufen, sondern hast erstmal wirklich genug davon. Und das ist voll was anderes, als wenn du es dir verbietest und sagst, eigentlich habe ich Hunger auf Pommes, ich esse aber nur 2 von meinem Mann und dann isst du ihm die ganzen Pommes weg und du hast die ganze Zeit dieses Gefühl, du musst verzichten. Das ist ja voll der Unterschied. Ich finde auch spannend, dieses, also was ich vorhin schon sagte, dieses ständige sich so maßregeln. Also wir sind ja dann auch die ganze Zeit nur damit beschäftigt, uns zu kritisieren. Mhm. Ja, also sowieso ja schon. Wir sind ja nicht zufrieden mit uns und unserem Körper. Und on top ist alles immer falsch irgendwie. Mhm. Und das finde ich so super, super schade. Aber ich spüre schon, wenn man das dann manchmal so jungen Mädels sagt, sehe ich wie in meinen Augen von damals, dass das noch so, schön gesagt, aber wie, was, verstehe ich nicht. Ne? Ja. Weil damit hast du ja ständig zu tun. Ja, das stimmt. Voll, 100%. Und umso schöner, dass du da Frieden für dich jetzt gefunden hast mittlerweile und dass du vor allem entspannter jetzt bist und auch mit deinem Körper entspannter bist. Und Absolut. Es ist so schön. Es ist so angenehm. Klar, denke ich auch, in witziger Weise, gerade vorgestern dachte ich mir so, oh, jetzt habe ich die Woche, habe ich gegessen, also Mareike, weil wir hatten einen Feiertag, so einen jüdischen Feiertag, da dürfen wir kein Mehl essen. Mhm. Das ist eigentlich, denkst du dir erstmal, oh, ist ja gut, fällt Nudeln weg, Brot weg, so. Aber wir haben so einen Brotersatz, das ist so ein Knäckebrotartig und das ist, macht irgendwie nicht so richtig satt. Du musst davon voll viel essen und schmeckt leider am besten mit so Schokolade drauf. Ja? Und dann isst du echt viel und auch abends und gestern Abend um 11 Uhr habe ich mir das noch gemacht irgendwie mit Schoko drauf und heute Morgen, mir ging es auch die ganze Nacht nicht gut, weil ich so dachte, oh, warum habe ich das denn jetzt gemacht, ne? Also nicht, dass ich mich darüber geärgert habe, mir ging es wirklich nicht gut, weil so körperlich. Kurz vor Schlafen gehen, ja, körperlich. Ist ja auch ein Unterschied, ne? Schlechtes Gewissen oder körperlich wirklich, das ist auch, ja. Ist auch ein Unterschied auf jeden Fall, aber ich dachte trotzdem auch ein bisschen nicht ein bisschen schlechtes Gewissen, dachte ich so, oh, jetzt habe ich die ganze Woche wirklich nur Blödsinn gegessen. Ja. So, jetzt muss ich eine Woche irgendwie mal ein bisschen reinigen und dachte schon kurz, auch wegen so zunehmen. Stell mich heute Morgen auf die Waage
und habe ich abgenommen. Was ist denn da passiert? Also das ist manchmal auch so, manchmal stimmt ja auch einfach unsere Wahrnehmung nicht mit dem Realen, was wirklich passiert. Ja, das voll. Einerseits das. Zweitens kannst du vom Kopf nicht sagen, was dein Körper braucht. Das ist das Zweite. Und drittens, auch die Waage sagt eigentlich auch relativ wenig aus, weil die sagt ja nichts darüber aus, wie zum Beispiel die Zusammensetzung von deinem Körper ist. Weil viele zum Beispiel, die fangen dann an, bewegen sich mehr, ernähren sich anders und nehmen zu, aber haben in Wirklichkeit voll toll Muskeln aufgebaut und schon Fett abgebaut. Und das, also Muskeln sind ja auch mehr als Fett. Ja, absolut. Und deswegen, also die Waage selber und sowieso, es schwankt ja ständig. Also alleine, wenn du einen Liter Wasser getrunken hast, wiegst du ja schon ein Kilo mehr. Und um die Periode lagern wir Wasser ein. Diese Kilo-Geschichte ist, glaube ich, auch so ein Phänomen der gerade der jungen Mädels. Also ich kann mich auch an diese Zeiten erinnern, dass es irgendwie, man muss so 50 Kilo wiegen. Also ich erinnere mich noch an diese Zahl irgendwie. Mhm. Ne? Und alle wollten irgendwie, ob sie jetzt nun 1,70 sind. Ja, welche Größe? Ja. Will man jetzt 50 Kilo wiegen? Ich meine, das geht doch gar nicht. Nee. Also, ja, das ist auch so ein Ding. Also, dass man sich an so Zahlen auch festklammert, ist auch total falsch und schade. Weil was, ja, sagt eben nichts. Ich habe immer so, irgendwann habe ich gedacht, okay, ich achte jetzt nur noch auf Klamotten, dass man sich wohlfühlt da drin. Ist eine bessere Orientierung auf jeden Fall als die Waage. Ja. Weil wie du schon sagst, mit den Kilos und Sport und so, und das stimmt halt einfach nicht. Aber ja, es ist halt wirklich machbar. Also ich würde auch an deine ganzen Community appellieren, die dich ja Gott sei Dank gefunden haben und wahrscheinlich, und wie ich sehe, viele haben ja echt viel Erfolg mit dem, was du machst, und das finde ich echt super, weil ich habe heute gerade, ich habe dich heute auch nochmal zitiert, als wir den Kuchen gegessen haben. Danke. Das Wort zum Kuchen von Mareike ab. Genau. Gut. Das finde ich echt schön, also, dass man das einfach auch wieder erlernen kann. Also, das ist nicht so, es ist nicht zu spät, das noch zu lernen. Absolut, absolut, total schön. Und ja, erstmal dazu mega. Und danke, dass du da auch so rausgehst und auch als Vorbild jungen Leuten auch sagst, Leute, muss nicht sein, dieser ganze Stress. Und ja, zum Beispiel durch unseren Livestream, den wir hatten, und da einfach das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringst, weil ich glaube, man liest halt als junge Person überall nur Diät, Diät, Diät und sieht immer nur diesen einen Weg, also diese tausende Wege mit Diäten, und dabei kann es auch ganz entspannt gehen und auf eine ganz andere Art und Weise. Und was mich, seit wir das erste Mal gesprochen haben, schon so interessiert, ist die Frage, wie gehst du mit diesem öffentlichen Druck um, beziehungsweise mit diesem Gefühl, dass man nach außen etwas darstellen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht, was man vielleicht im Inneren gar nicht fühlt. Gelingt dir das immer, dass du 100% authentisch bist, oder hast du das Gefühl, dass es schwierig ist? Und gab es da vielleicht auch so verschiedene Phasen in deinem Leben? Ja, also ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin schon immer sehr authentisch. Das ist, glaube ich, auch so mein Wesen. Meine Freunde sagen immer, ich bin die schlechteste Schauspielerin der Welt im Leben. Ich habe alles wie ein offenes Buch im Gesicht ablesen kann. Und sagen dann immer, es ist faszinierend, dass du das irgendwie als Beruf machst und im Leben echt kläglich versagst. Ja, ich kann gar nicht irgendwie was anderes vorspielen als das, was ich bin, und stehe zu meinen Sachen. Ich bin zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin total Persönlichkeitsentwicklung und in diesem Feld, trotzdem gucke ich Germany's Next Topmodel und keine Ahnung. Also wo andere dann wieder sagen, oh Gott, du kannst doch nicht für das eine stehen und das andere gucken, dann sage ich ja, doch. Also ich liebe Germany's Next Topmodel. Jetzt würden natürlich wieder alle sagen, ja, aber dort werden doch die Mädchen so und so und so. Und dann sage ich immer so, ja, aber das gibt es seit 15 Jahren, die wollen Model werden, und Models sind nun mal irgendwie dünn. Wenn dich das nicht triggert, ist das doch gut. Dann bist du dann mit dir im Reinen. Und die haben sich das ausgesucht und ist in Ordnung. Und man kann auch etwas sowas konsumieren, ohne dass das so mit sich... Ohne dass dein Gehirn wäscht, ja. Ohne dass du jetzt aussehen willst wie Germany's Next Topmodel, ja. Genau. Fakt ist natürlich, ich habe eben viel ab... Also weißt du, es ist auch so, ich habe gar nicht so viel abgenommen. Die Leute tun immer so, als hätte ich jetzt irgendwie 10 Kilo weniger als bei GZSZ. Aber irgendwie scheint... Nur diese 3 Kilo. Nur diese 3 Kilo. Du, auf
der Waage waren es, glaube ich, wirklich, okay, sagen wir, es waren 6. Ich weiß es nicht, ja. Aber dazwischen war ja noch mal Let's Dance, wo ich ja auch ganz, ganz, ganz massiv abgenommen hatte. Da war ich ja noch bei GZSZ. Mhm. Ja, das war extrem. Das kann man gar nicht mitzählen, ja. Also was man da trainiert, also ich glaube, da habe ich irgendwie am Ende 46 Kilo gewonnen. Also es war alles ganz verrückt, ja, mit Muskeln. Also ich war krass, so... Krass, ja. Ein Mäuschen, ne? Das hatte ich dann aber auch 3 Wochen später auch wieder drauf, ne? Also wenn man normal im Leben steht, ist das ja auch vorbei. Aber auch da habe ich gemerkt, ohne Ende Sport und Zellulite ist nicht weggegangen, weil das bin ich nun mal und das ist meine Veranlagung und war für mich auch eine gute Lehre, dass ich gemerkt habe, ah krass, ey, man kann sich auch den Arsch abrackern. Das muss ich akzeptieren, das gehört zu mir, das ist, bin ich. Ganz normal, ja. Die loswerden. Mm. Und das ist auch fein, ist auch okay. Also jetzt ist mir das eh lax. Aber ja, und also das ist zum Thema authentisch sein. Und dann hatte ich halt eben diesen Figurwechsel und ich habe schon gemerkt, ich fühlte mich wohler, aber die Außenmenschen haben das nur kritisiert. Am Anfang. Also es war eher so, oh, jetzt bist du auch so dünn und jetzt ist sie auch dem Magerwahn verfallen und schade und früher war sie so hübsch und jetzt ist sie so dürr und dann hieß es, ich bin magersüchtig nach meinen Kindern und also was da nicht alles stand mit meiner Figur und ich... Und da auch jetzt immer noch, wenn ich dann auf roten Teppichen war und oh, du bist immer dünner und du bist immer dünner und dann ist es immer so lustig, weil ich kann immer die Reaktion der Redakteure nicht sofort erkennen, ist es jetzt, wow, du siehst super aus, du bist ja voll schlank, oder ist es so, oh Gott, was ist denn da passiert, ne? Und es ist wirklich, wo du dann wieder in eine Rechtfertigung kommst, wo ich denke so, ich dachte, dünn sein ist jetzt voll toll, jetzt bin ich dünn, jetzt finden es alle kacke. Vor allem ist doch eh deine Sache, das ist so krass. Und dass auch so 6 Kilo so krass kommentiert werden, das ist echt... extrem. Also es wurde extrem viel kommentiert. Und gut, ich war ein anderer Typ. Ich habe jetzt gerade ein Foto gepostet zu Ostern von so einem Titelblatt. Da hatte ich so eine riesen Oberweite. Ich erkenne mich gar nicht wieder, weil die war als erstes weg, ne? Also nach meinen Kindern und auch nachdem ich jetzt ein bisschen schlanker bin, habe ich jetzt auch das verloren. Hat aber auch Vorteile, ist beim Sport praktisch. Ich vermisse sie nicht und habe sofort gedacht, oh, ich finde es ganz schön so und ich kann, ich brauche kein BH mehr, ist voll super. Freiheit. Ja, und gerade jetzt. Ich werde gleich ein Poster zu machen, habe ich mir eben schon überlegt. Sehr gut. Ich habe auch kein BH mehr getragen, das ist das Beste an der ganzen Geschichte hier. Muss ich auch mal ausprobieren. Aber ich habe immer schon so super bequeme BHs an, die man eigentlich kaum als BH bezeichnen kann. Ich habe immer so Unterhemden an. Das ist auch gut, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es so. Man muss sich ganz klar sagen, und dick, dünn, groß, klein, wir werden nie allen gefallen. Und es gibt immer, 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 immer Leute, die es nicht gut finden, wie du es machst. Und auch, was du schreibst und was du sagst, das ist halt, und wir müssen 3-mal immer hin und her drehen und überlegen, bei jedem Post denke ich, dann fliegt mir das um die Ohren oder dann fliegt mir das um die Ohren. Und am Ende musst du dich davon komplett frei machen und sagen, ich sage das, was ich denke in dem Moment, wo es sich für mich richtig anfühlt. Ich poste die Fotos, die sich für mich richtig anfühlen. Ich habe nie Bikini-Fotos früher gepostet, ne? Aber auch so ein bisschen aus Überzeugung, weil ich immer dachte, will ich nicht. Und aber auch, weil ich auch nicht so ein gutes Körpergefühl hatte wie heute. Für mich heute, jetzt meinen letzten Geburtstag war ich am Strand, da hat irgendjemand ein Video gemacht, wie die alle für mich gesungen haben und ich bin auf so einen Stuhl gestiegen und habe so gedanced im Bikini und ich habe das hochgestellt, hätte ich im Leben früher nicht gemacht. Super, und ich finde, das ist doch fein so, wie es ist. Ja, schön. Aber was man daraus wirklich lernen kann, ist, also gerade du, die ja wirklich viel in der Öffentlichkeit steht, du hast es so krass erfahren, ist es, egal wie du es machst, immer hat jemand irgendwas auszusetzen. Darum mach es einfach auf deine Art, wie du dich gut fühlst und scheiß drauf, was alle anderen sagen, weil ja, es gibt immer was und das hat immer mit den anderen zu tun und nicht mit dir selber. Das ist genau das Richtige und das ist, glaube ich, die beste Lehre, den wir allen da draußen mitgeben können. Irgendjemand hat es letztens mal gepostet, habe ich auch direkt geklaut, fand ich super, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja. Ist so gut,
weil ich darüber früher nie so nachgedacht habe, dass das so real ist, dass das immer nur mit der anderen Person was zu tun hat und nie mit dir. Ja. Du bist immer nur der Projektion sozusagen, ja. Genau. Ja, krass. Und wahrscheinlich die ganzen Leute, die gesagt haben, wow, jetzt bist du so dünn, die haben wahrscheinlich dann Angst gehabt, dass sie dich sozusagen als sozusagen, ja, ihr Ebenbild im Fernsehen verlieren sozusagen. Oder dass sie irgendwie, dass sie nicht mehr die, weiß ich, normale Susan haben, sondern jetzt wieder so eine tolle, schlanke Susan. Das können sie sich vielleicht nicht so mit identifizieren oder so. Also wahrscheinlich genau. Ja, das ist dann Wut vielleicht darüber, dass man ja, dass man selbst nicht schafft für sich, wie man es gerne hätte und oder das, es ist, und ich finde es gar nicht unauthentisch. Also es ist ja, man kann sich verändern und man ist ja immer noch dieselbe. Also das hat ja gar nichts damit zu tun. Ja, und das Wichtigste, wie gesagt, dass man sich einfach nur wohlfühlt, ne? Das ist, glaube ich, das A und O. Hundertprozentig. Ich habe, ich gucke gerade noch mal ganz kurz, ich habe ein paar Hörerinnen, Instagram-Zuschauerinnen-Fragen. Und die eine ist, wie gelingt es dir, du selbst als Schauspielerin, sind wir gerade schon drauf eingegangen. Und fand ich super spannend übrigens, weil dazu fällt mir noch eine weitere Frage gerade ein. Und zwar, wenn du eine Rolle spielst, sind das dann meistens Rollen, die dir ähnlich sind, also die eh so sind, wie du bist? Oder spielst du auch mal so ganz vollkommen andere Rollen? Ja, auch mal vollkommen andere Rollen. Also ich liebe das. Ich finde, umso mehr sie von dir entfernt ist, ist es spannend, weil du sie ja trotzdem irgendwo herholen musst, was auch in dir drin ist. Also irgendeine Identifikation mit dieser Figur. Und das macht mir total Spaß, das dann zu erarbeiten, zu sagen, keine Ahnung, jetzt am Theater, meine letzte Rolle, die ich jetzt gespielt habe, am Montag hätten wir Premiere, haben es aber nicht. Trotzdem habe ich diese Figur erarbeitet und diese Figur ist, wenn man sie jetzt sehen würde, einfach strohdoof. Also total hohl, lustig, ist eine Komödie, ne? Also Chantal, die einfach so kleinkriminelles Pärchen, die große Träume hat, super naiv ist und so. Und trotzdem kannst du diese Figur total gut erarbeiten, weil auch, es gibt ja nicht einfach nur, sie ist dumm. Na, also sie hat, und woher sie hat auch Facetten. Sie hat auch Facetten, sie hat auch Träume und du musst dir überlegen, wo ist sie aufgewachsen, das machst du dann natürlich mit dir selbst, vielleicht gibt es gar keine Rollenbezeichnung oder keinen Lebenslauf, du machst dir einen Lebenslauf von der Person, du überlegst dir, wo kommt sie her, warum ist sie, was ist ihre Angst, ja, warum ist sie so, wie sie ist, wo, was ist ihr Need, was ist ihr Bedürfnis, warum ist sie so, wie sie ist, und irgendwo gibt es immer Sachen, die, mit denen man sich identifizieren kann, wo du sagst, oh, das kenne ich in der und der Situation. Ganz anders, aber trotzdem kann ich sie nachvollziehen, dass sie immer das Bedürfnis hat, zu versagen. Und deswegen fragt sie immer noch mal. Ja, das ist nicht, weil sie dumm ist, sondern weil sie vielleicht einfach nur Angst hat, nicht mitzukommen. Und das finde ich so spannend und ich liebe auch, solche Figuren einfach so kennenzulernen. Ja, lernt man auch viel übers Leben, ja. Und ich glaube, das macht es aber auch einfacher, glaube ich, dass du dann auch wieder in deine Rolle gehen kannst, also privat, und das nicht verwechselst irgendwie, weil ich könnte, also das stelle ich mir jetzt die große Schwierigkeit vor, und das ist auch, glaube ich, das, was manche Schauspieler auch am Ende verrückt macht, weil sie in Rollen nicht mehr oder sich selber nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich selber, wenn ich keine Rolle spiele. Das hat aber gar nichts, ich glaube, es wird oft vertauscht. Also viele denken, sie kommen aus der Rolle nicht raus. Es gibt zwei Sachen. Es gibt das, wenn du zum Beispiel eine ganz extreme Figur spielst, die jetzt ein Drogenproblem hat oder so, ja, oder Verlustangst oder was auch immer. Und du bist da so reingegangen, dass du das vielleicht dann so schwer hast, es loszulassen, weil du dich da so einversetzt hast. Aber die anderen, diese Identifikationsfrage ist, glaube ich, gar nicht die Rollen, sondern es ist eine Identifikation mit dem Beruf, der so stark ist, der so stark auch was mit der Außen, mit dem Außen zu tun hat, mit der Bestätigung. Und deswegen ist es gut, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung anfängst, auseinanderzusetzen und zu verstehen, ich bin nicht nur das. Ja, ich bin mehr als das. Ich bin mehr als das, genau. Wie, ich bin mehr als meine Figur, ich bin mehr als meine Figur und ich bin mehr als mein Beruf. Und ich, wenn es da nicht weitergeht oder nicht so gut, gute Kritiken oder so, dann ist es nicht ich. Ja, da hatte ich Schwierigkeiten mit. Also ich hatte immer diese Schwierigkeit, ich bin ja nicht annähernd so sehr in der Öffentlichkeit wie du, aber als ich rausgegangen bin, hatte ich diese Schwierigkeit, dass ich mich nicht mit der Dr. Mareike Awe nur noch identifiziert, die eben Leute in der Öffentlichkeit, dieses Bild, was sie vielleicht von mir haben, wo ich immer dachte, ich muss dem gerecht werden, was andere vielleicht von mir erwarten könnten.
wie so eine Maske, die man irgendwie aufbaut, wie so ein zweites, ja, also total verrückt, irgendwie hat sich in mir dann diese Angst gemacht, was ist, wenn ich dem nicht gerecht werde? Was ist, wenn ich innerlich nicht das Gleiche fühle, was ich nach außen repräsentiere? Und das hat bei mir ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung gebraucht, um das wieder so übereinander zu bringen und zu sagen, okay, das ist eine Facette von mir. Ich bin auch genauso die private Maiki mit meiner Familie oder ich kann genauso, weißt du, es gibt ganz viele verschiedene Facetten und das sind alles nur Teile von mir, die mich als Ganzes, ja, ich meine, du kannst nie, und ist auch gar nicht mehr so wichtig, was die Öffentlichkeit jetzt über diese eine Facette von mir denkt, weil ich einfach voll aus dieser Denkweise rausgekommen bin. Ich glaube, das ist wie so eine kranke Denkweise, die man dann entwickeln kann. Absolut, absolut. Und jetzt durch Instagram und Social Media wird es ja alles noch viel größer. Also weil früher war es vielleicht, keine Ahnung, als ich jetzt bei GZSZ war, konnte ich Maximum in der Bunten lesen, was irgendein Redakteur geschrieben hat oder so, ja? Ja. Oder dann mal bei Google irgendwas googeln und mal einen Kommentar drunter lesen unter einem Artikel. Aber was heute stattfindet, ist ja viel, viel größer, mächtiger, vor dem man sich viel mehr schützen muss, weil das auch gefährlich ist. Ja, und auch ein Coping lernen muss, glaube ich. Wie gehe ich damit um? Also mir zum Beispiel hat sehr geholfen, den Fokus weg von mir zu lenken, sondern zu den Leuten, denen ich helfen will. Aber es ist glaube ich, wie so eine Falle, in die man tappen kann, dass man auf einmal anfängt, so sehr über sich selber nachzudenken, wie so ein Ego-Wahn und dann die ganze Zeit das als sich selber als zu wichtig nimmt. Und da rauszukommen und wieder voll in das, was bringe ich der Welt, was mache ich für die Leute und da so einen Switch zu schaffen und das hat mir total geholfen und glaube ich auch den Leuten, denen ich helfe, total geholfen und ich nehme jetzt mich einfach nicht mehr so wichtig und das hilft mir voll, dass ich mich auch gleichzeitig geschützt fühle, weil ich weiß, hey, ich diene hier einfach nur etwas sozusagen, ich diene nur meiner Mission und mache das einfach und das hat mir total geholfen. Kennst du das denn auch von dir selber oder hattest du irgendwie selber auch mal so persönliche Struggle? Inwiefern? Naja, zum Beispiel so, dass du dachtest, ich bin jetzt nur noch die Schauspielerin und mein Selbstwert hängt davon ab. Ach so, ja, klar, ganz viel Struggle. Also, es ist auch immer ein schmaler Grat und ich schreibe jetzt auch viel darüber. Also, ich schreibe gerade ja auch an einem Buch und da muss ich halt auch nochmal gucken, wie ich das genau formuliere und für mich, es ist aber gerade eine tolle Erfahrung, das alles nochmal so ein bisschen. Ja, runterzuschreiben, um das auch selber zu verstehen, was da eigentlich so passiert mit einem selbst. Und zu 100%. Also wir sind alle im Struggle mit diesem Selbstwert. Also in irgendeiner Art und Weise suchen wir immer die Bestätigung von außen für irgendwas. Ob es jetzt der Mann ist, der das vollkommen macht oder das Kind oder das Haus oder das Geld oder die Figur oder der Job. Ne? Und wir brauchen immer irgendwas, das es halt quasi vollkommen macht. Und die Suche dann zu, das ist halt für mich Persönlichkeitsentwicklung, die Suche dahin, dass wir das nicht mehr brauchen von außen, sondern dass wir das, dass wir das schon haben. Mhm. Und natürlich ist es eine ständige Suche, weil klar, und gerade in meinem Beruf ist es sehr, sehr stark. Es gibt auch andere Berufe, die wir nicht in der Hand haben, also Menschen, die es nicht in der Hand haben, ne, die auftragslagenabhängig sind. Ja, wir sind auftragslagenabhängig. Gibt es viele, auch, weiß ich nicht, Veranstaltungskaufleute oder so. Der Unterschied liegt eher nur darin, dass wir uns selber verkaufen. Ja. Und das ist der große Unterschied. Also ich verkaufe nicht ein Produkt, das ich kreiert habe vielleicht, sondern ich verkaufe wirklich mich. Und Menschen entscheiden darüber, ob ich jetzt gut genug bin oder eben nicht. Und oft hat es gar nichts mit dir zu tun, sondern, die Haare, Nase passt mir nicht. Ich fand die jetzt, 10 Leute entscheiden das und 3 haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann bist du raus aus der Nummer. Und sich davon ein bisschen zu befreien, ist wahnsinnig schwer, weil wir sind die ganze Zeit, also es ist halt immer ein stetiger Kampf. Das glaube ich. Und ich stelle mir das auch super schwierig vor, weil bei dir ist nur Aussehen ist ein wichtiger Faktor. Die Art und Weise, wie deine Ausstrahlung ist, ist super wichtig. Du wirst danach ja verurteilt, bewertet, keine Ahnung was. Und da wirklich zu sagen, ich bin nicht nur das, wonach mich andere bewerten, sondern ich bin mehr als das. Und das stelle ich mir wirklich wie eine Challenge vor. Vielleicht magst du uns da mal reinnehmen, wie du das für dich geschafft hast, das zu transformieren. Ich bin noch dabei.
Ja. Ist total wir sind immer auf der Reise. Ich bin einen richtig großen Schritt weitergekommen. Ich bin wieder da, wo ich schon mal war. Wie gesagt, war ich schon da. Also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die so wie ich schon da waren und das vielleicht zwischendurch verloren haben, sich das wieder holen müssen unterwegs. Und es gibt Menschen, die waren da noch nie. Für die ist es natürlich schwieriger, weil die sagen, hä, mir passiert doch immer nur Scheiße im Leben. Ja. Wieso sollte mir denn jetzt irgendwas Gutes passieren? Ja. Die müssen natürlich erstmal überhaupt ihr ganzes Gedankenmuster mal umdenken. Neulernen sozusagen. Neulernen, genau. Und das ist natürlich schwieriger, aber auch für die ist es absolut möglich. Die müssen sich nur der Sache öffnen, dass das tatsächlich möglich ist. Ja. Und für mich war es eher so, ich will es wieder zurückhaben. Wo ist es denn hin? Ich habe gar nicht verstanden, wo habe ich es verloren? Es war doch immer alles so gut und jetzt ist es weg. Mhm. Und zu verstehen, dass das eben nicht im Außen liegt, sondern dass ich tatsächlich ganz echt an mir was arbeiten muss. Ja. Und das mache ich jeden Tag. Und das mache ich tatsächlich über alle möglichen Kanäle. Ich mache es auch über Instagram. Ich schreibe meine Postings. Ich habe letzten Post darüber geschrieben, dass ich meine Postings nur für mich selber schreibe. Und by the way, noch freue, dass da andere auch noch was davon haben. Aber eigentlich schreibe ich sie morgens, weil ich denke, ich muss mich daran erinnern, was ich den anderen sagen möchte. Das ist total schön. Das ist sehr wertvoll. Und ich glaube, dieses, also wirklich, um es nochmal auch zusammenzufassen an jeden, der zuhört, also es geht wirklich darum, ich glaube, wir haben wie so eine Wunde in uns oder eine Verletzung in uns, die denkt, ich brauche irgendwas im Außen, woran ich mich festhalte, um zu sehen, ich bin genug. Sei es jetzt die Figur, sei es der Karrierestatus, sei es das Jobangebot, sei es die und die Zuschauerzahlen, sei es die und die Podcast-Downloads oder was weiß ich, Instagram-Likes, keine Ahnung was. Und das können viele Sachen sein. Der Partner kann das sein, die Kinder können das sein, wo wir immer diesen Halt suchen oder wo wir auch dieses Gefühl suchen, genug zu sein, so wie wir sind. Und der Punkt ist, dieses Gefühl können wir erst dann dauerhaft fühlen, wenn wir erkennen, dass wir genug sind, unabhängig von all diesen Sachen, dass wir im Inneren, allein dadurch, dass wir da sind, dadurch, dass wir, und da wird es dann auch spirituell, dadurch, dass wir hier ein Wesen auf diesem Planeten sind, im Universum sind, dadurch, alleine dadurch wertvoll sind und genug sind. Und wenn wir das erkennen, das ist nämlich das Schöne, wenn wir das erkennen, leben wir in Fülle und nicht mehr in diesem Mangel, wo wir immer nach von außen irgendwas ziehen müssen oder irgendwas beweisen müssen, woran wir ausmachen, dass wir genug sind. Und das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Weg, um aus diesem Essensteufelskreis rauszukommen, wenn wir verstehen, dass wir nicht irgendeine Kilozahl auf der Waage sind oder dass wir nicht irgendwie ein Körpermaß sind, sondern dass wir so viel mehr sind als das. Und ich glaube, da einerseits, wie du es beschrieben hast, das kann manchmal ein Rollenwechsel sein, wenn wir auf einmal in der Mutterrolle sind und andere Sorgen haben und sehen, boah, ich bin Mama, ich habe ein Baby geschaffen, ich muss mich drum kümmern, weil die Windeln sind gerade voll gepupst oder keine Ahnung, hat man mal wirkliche Sorgen oder andere Themen. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die ein schlimmes Ereignis im Leben hatten, was sie zum Aufwachen gebracht hat und ihnen gezeigt hat, wow, da ist noch so viel Potenzial in mir, was ich die ganze Zeit nicht bemerkt habe. Oder wie oft haben wir diese Mädels gehabt, die abnehmen wollten, immer und immer wieder, dann haben die eine Trennung, dann nehmen die diese 10 Kilo ab und sind ja unglücklich, ja, weil ich meine, dann haben sie es eigentlich erreicht, wo sie immer hin wollten und denken sich ja, cool, was mache ich jetzt damit? Ich bin ja den Typen jetzt los. Jetzt bin ich hier alleine und was soll ich mit dieser schlanken Figur anfangen? Ja, und viele sagen, wenn du das eine dann erreicht hast, dann musst du dir das nächste Ziel setzen. Ich glaube aber, dass das genau der Teufelskreis ist. Ich glaube, es sollte eher darum gehen, dass du nicht das erreichen musst, um glücklich zu sein, sondern dass du jetzt glücklich bist. Also auch die Frage, was willst du denn, warum willst du abnehmen und wie kannst du das jetzt schon in dein Leben holen? Und Susan, bei dir war es ja auch so, als du nicht mehr abnehmen wolltest, hast du abgenommen, oder? Ja. Es ist natürlich ganz schlimm, weil ich weiß auch genau, dass die Mädels draußen sagen, ja, lass mich in Ruhe. Jetzt kommt die gleich wieder mit dem Satz, wenn du es am wenigsten erwartest. Ja. Genau wie mit einer Beziehung oder unter Zwang einschlafen. Meine Single-Freundinnen hassen mich für diesen Satz. Die hassen mich abgrundtief. Ich darf diesen Satz niemals sagen, wenn du es am wenigsten erwartest, dann kommt er. Ich verbiete es mir auch. Ich sage das jetzt auch nicht mehr. Aber weil ich kann es auch verstehen. Die sind so, aber weißt du, mir sagt man das dann mit dem Job. Und jedem sagt man das mit seinem Thema. Mit seinem Thema, ja, entspann dich mal oder so, ne? Oder genau, und sobald du es losgelassen hast, kommst du zu dir geflogen und so, ne? Und dann denkst du dir, oh nee, bitte, lass mich in Ruhe mit diesem Blödsinn. Aber es ist leider so. Es ist leider die Wahrheit. Und wir sagen es immer so, aber es ist wirklich, wirklich
die Wahrheit. Ich glaube, es ist einfacher, weil ich kann mich schon vorstellen, die Zuhörer, die das jetzt hören, die sagen, ja, ich versuche das ja schon immer. Ich habe das selber gesagt, ich versuche das ja. Aber das ist Versuchen ist wieder so kopflastig. Es ist wieder so, man sagt sich was, was man selber nicht glaubt. Ne? Also es ist dann halt keine Verbindung. Was ich aber schon glaube, ist, was man machen kann, ich habe das ganz doll wahrgenommen in dem Seminar von Laura. Und ich weiß nicht, ob du auch mit diesen Tools arbeitest, aber ich glaube schon mit diesen Affirmationen. Ne? Ja. Und ich finde das so stark, wenn du, ich finde, man darf sich auch ruhig mal eine Weile, ich nenne es jetzt mal selber austricksen. Ja, also es ist ja auch klar, glaubst du es dir vielleicht die ersten Tage und Wochen nicht, wenn du dich morgens vorm Spiegel stellst und sagst, ich finde mich super oder so. Mhm. Und denkst auch die erste Woche so, oh Gott, ja, und das soll jetzt was bringen. Na toll. Aber ich würde es wirklich sehr jedem ans Herz legen, es wirklich auszuprobieren und sich drei Sätze zu überlegen, die gerade zu deinem Leben passen. Etwas, was man sich wirklich gerne, wie man sich gerne jetzt schon fühlen möchte, wo das Ziel ist, wo man hingeht und das jeden Tag macht. Also bei mir hat das übelst viel ausgelöst. Vor allem, wie du dich fühlen möchtest. Ne? Nicht irgendwie, ich wiege so und so viel Kilo, sondern ich fühle mich wohl in meinem Körper und strahle von innen oder was weiß ich. Oder ich fühle mich pudelwohl mit meinem Wohlfühlkörper oder keine Ahnung was. Also dass man wirklich was findet, wo dieses Gefühl im Vordergrund steht und nicht irgendwie was ein Ergebnis. Und ich glaube wirklich daran, dass die Leute, die das ausprobieren, ganz schnell auch von außen dieses Feedback bekommen werden. Ja, ist so. Das habe ich auch im Programm übrigens. Bei meinen Teilnehmern nach der ersten Woche werden die im Büro angesprochen, du strahlst so, was ist mit dir passiert? Hast du abgenommen? So, dabei können die noch gar nicht abgenommen haben, aber die haben einfach eine andere Ausstrahlung schon und du ziehst dann andere Dinge an. Das ist einfach so. Total. Und, der Fokus verändert sich. Ich meine, wir kennen doch auch die Mädels, die pummelig sind, wo du noch nie drüber nachgedacht hast, dass die pummelig sind, weil die coolsten Bräute auf diesem Planeten sind, weil die reinkommen und du denkst dir so, boah ey, bitte, lass mich ein bisschen von deinem Selbstbewusstsein haben, ja, und wie cool sind diese Frauen und und das ist es halt, ne? Ja, also absolut, total schön. Danke für diesen Tipp. Das ist auf jeden Fall super. Und an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, macht das. Und jetzt habe ich noch eine Zuschauerfrage und die ist, wie macht ihr das im Familienalltag mit dem Thema Essen? Wie schafft ihr das intuitiv oder wie macht ihr das? Gibt es feste Essenszeiten? Muss man aufessen? Also ich muss jetzt eine Sache beichten. Meine Follower wissen das alle schon, aber ich sage es auch hier mal ganz... Wir haben schon drüber gesprochen. Ich kann nicht kochen. So. Okay, das wusste ich noch nicht. Also es ist ja nicht nur so, ich kann nicht kochen, ist das eine. Ich hasse kochen. Das ist das andere. Weil klar, jetzt würden wieder sagen, ja, jeder kann kochen. Nee. Ich hasse kochen und ich möchte auch nicht kochen. Und für mich ist es wirklich etwas ganz Schreckliches. Ich mag aber gerne essen. Ja. Also hätte ich jetzt so Geld über... hätte ich so eine Köchin gerne. Mhm. Das wäre total toll. Ja. So eine, so für mich vegetarisch und vegan und Thailändisch. Und lecker, gesund, ja, perfekt. Ach, toll. Also vielleicht Lebensziel irgendwann nochmal, kann ich mir sowas leisten. Das wäre ganz großartig. Also ich bin auch die Kandidatin, die sich einen Thermomix gekauft hat, der im Schrank steht und so. Ne? Also absolut keine Chance. So, zum Glück, mein Mann kann kochen. Sehr gut. Aber ich gebe offen zu, wir sind die totalen Auswärtsesser. In Berlin kann man das auch gut. Man kann wirklich günstiger auswärts essen als kochen. Und weil wir sind so eine Asia-Freaks und das funktioniert super gut in Berlin. Jetzt in dieser Krisenzeit gibt es kein viel Auswärtsessen. Bestellen kann man, oder? Man kann bestellen, aber tatsächlich haben wir uns so umgestellt, dass wir jetzt seit 3 Wochen, ich glaube, weiß ich nicht, einmal auswärts gegessen haben. Hm. Was toll ist, weil wir ein anderes Lebensgefühl zu... Ja, also man isst einfach das, was da ist. Ne? Ja. Es wird aufgegessen und holst du dir irgendwas Neues. Und es ist irgendwie auch was Schönes, weil man ein bisschen kreativ sein muss. Zu unseren Kindern. Wir haben ein festes Ritual, das ist Frühstück. Mhm. Aber ich esse nicht. Aber ich sitze dabei, weil ich morgens keinen Hunger habe. Also morgens heißt bei uns um 7 Uhr vor der Schule. Da hätte ich auch noch keinen Hunger.
ganz schrecklich. Also da sitzen wir zusammen und das kenne ich noch von meiner Kindheit. Ich habe immer mit meiner Mutter gefrühstückt als Kind. Es ist für mich total einprägsam gewesen. Ich liebe das. Wir stehen extra alle eine halbe Stunde noch früher auf, damit wir einfach entspannt in den Tag starten, dass wir zusammensitzen, dass wir ein bisschen sprechen. Das hat ja auch was Schönes, so Gemeinschaftliches, und die Kinder gut gefrühstückt in die Schule gehen. Mhm. Und ich trinke meinen Kaffee und bin aber dabei. Mhm. Und die Kinder essen in der Schule Mittagessen, dann kommen sie nach Hause und dann gibt es irgendwie um 18 Uhr nochmal was zu essen. Ich habe aufgehört, mir irgendwann mega den Stress zu machen. Ich bin in einem Umfeld von sehr gut kochenden Muttis, die mir am Anfang extrem Druck gemacht haben. Also die nicht mir, sondern ich mir selber, weil ich immer dachte, Konkurrenzgedanke. Meine Kinder essen nur Nudeln. Und aber irgendwann habe ich verstanden, deren Kinder essen auch nur Nudeln, obwohl sie alle was es gibt. Und meine Kinder sind happy mit dem, was sie bekommen. Und meine Kinder essen dadurch so geile Sachen wie Glasnudelsalat und Tofu, Sommerrolle, wo andere Mutti sagen, was, deine Kinder essen so eine Sachen. Aber die Kinder es halt von klein auf. Und so faktisch, ich glaube, wohin du aber wolltest, ist, meine Kinder haben ein sehr freies Essverhalten. Die essen auch, wann sie Hunger haben. Ich habe die ersten Jahre tatsächlich super selten gehört, den Satz, ich habe Hunger. Also, dann gab es halt zu normalen Zeiten auch mal was zu essen und Snacks auch zwischendurch. Und also wir sind da sehr, sehr entspannt, was das Thema Essen angeht. Die müssen nicht aufessen, finde ich super wichtig, damit die auch nicht dieses falsche Gefühl vom Essen bekommen. Und aber das mache ich aus einem anderen Grund. Das hat nichts mit dem Essverhalten zu tun. Ich möchte, dass sie, wenn wir im Restaurant sind oder im Hotel oder so, was sie sich auf den Teller nehmen, sollen sie bitte aufessen. Deswegen sollen sie sich wenig nehmen. Aber das hat eher was mit dem Wegwerfen zu tun. Achtsamkeit, Wertschätzung, ja. Aber ich glaube, du hast gerade schon was ganz Wertvolles gesagt für einige Zuhörerinnen, weil viele Frauen denken, sie müssen immer genau dann essen, wenn ihre Kinder essen. Zum Beispiel haben die morgens um 7 keinen Hunger, aber essen dann trotzdem was, weil ihre Kinder irgendwie sehen sollen, dass sie auch was essen oder so. Und da ist einfach auch wichtig, auf dich zu hören, also bei dir zu bleiben, wenn du das jetzt anhörst im Podcast, also dass du wirklich schaust, wie kann ich das mit mir selber vereinen? Vielleicht habe ich morgens nur Lust auf einen Kaffee oder auf ein, was weiß ich was. Also vielleicht will ich auch eine Kleinigkeit essen oder gar nichts. Und dass du halt wirklich darauf hörst, was ist für dich richtig. Und du musst nicht immer genau irgendwie für andere was machen, sondern du darfst auf dich selber hören. Und ich glaube, das ist ein Game Changer. Total. Also ich glaube auch, richtig ist das, was funktioniert. Es ist einfach nicht für jeden das Gleiche richtig. Nee. Und ich finde schon, dass man mit seinen Kindern auch reden kann. Klar, dann gibt es bestimmt Muttis, die sagen da draußen, ja, mein Kind isst nur, wenn ich auch esse. Absolut verständlich. Und ich verstehe auch diese Vorbildfunktion. Aber man muss ja nicht das Gleiche essen wie die Kinder. Ja. Dann isst man halt irgendwie, oder man, je nach Alter, erklärt es den Kindern, du musst ja gleich keinen Hunger und ja. Du den Kindergarten und ich habe gleich noch Zeit zu essen, aber du nicht und ja. Ich mache das gleich in Ruhe oder so. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, da entspannt zu bleiben und einfach nach Lösungen zu suchen, anstatt sich zu stressen. Und ja, ich glaube, dass, dass Kinder da auch gar nicht so anspruchsvoll sind, wie man immer denkt, glaube ich. Und dass es eigentlich ganz einfach geht. Auf jeden Fall. Ja, aber auch da das Loslassen ist wieder ein wichtiges Thema, ne? Ja, und auch wirklich bei sich bleiben und nicht so viel überlegen, wie machen es andere und so. Und das ist beim Thema Kinder das Schwierigste überhaupt. Grausam. Also es ist wirklich eine große Herausforderung. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da hat sie das super beschrieben. Ein super Buch übrigens auch, muss ich jetzt mal kurz sagen. Neuland von Ildikó von Kürti. Ich liebe sie. Sie macht eigentlich so lustige Romane. Und das ist aber auch ein bisschen autobiografisch. Und dann schreibt sie auch über die Phase mit ihren Kindern. Und dann sagt sie, sie hat zig Ratgeber gelesen in der Schwangerschaft über alles Mögliche und Schlafen und Essen und Pupsen und so. Aber sie meinte, über eine Sache wurde man nicht gewarnt. Alles wurdest du gewarnt. Aber vor dem Schlimmsten nicht. Andere Mütter. Das glaube ich, ja. Ich finde das großartig. Genau so ist es. Glaube ich auch, ja. Man muss sich vor ihnen schützen, ja. Und man muss sich auch selber schützen, dass man nicht so schrecklich ist als Mutter für andere Mütter. Weil es ist einfach so, alles ist ein Thema. Also diese Erziehungsgeschichte, wow. Also da muss man sehr bei sich bleiben. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Das ist echt verlockend, auch sich da zu vergleichen und unter Stress zu setzen. Und die andere Mutter macht den Zauberapfel und so weiter.
kann ich nur nicht kochen, ich kann auch nicht backen. Ja, auch dazu zu stehen. Auch dazu zu stehen. Und meine Kinder freuen sich jedes Jahr. Ich mache immer den Dr. Oetker Schokoladenkuchen. Siehste, guck, der kommt auch gut an. Der kommt auch gut weg. Keiner hat es gemerkt bis jetzt. Sehr gut. So, jetzt so langsam kommen wir zum Ende. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Was möchtest du noch so meinen Hörerinnen mitgeben, wenn du jetzt so intuitiv zum Thema Körper, Essen oder allgemein, auch zum Thema Leben allgemein? Oh, was möchte ich euch mitgeben? Ja, also ich glaube, wenn ihr hier schon zuhört, seid ihr ja auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg und habt angefangen, euch mit den richtigen Wegen und Mitteln auseinanderzusetzen, dann seid ihr schon auf jeden Fall einen Schritt weiter als viele andere. Das ist super. Und ja, also auf jeden Fall würde ich euch ja wünschen, dass ihr dabei bleibt, dass auch wenn es vielleicht nicht sofort funktioniert, es weiterhin zu probieren, euch selber nicht so hart ins Gericht zu ziehen. Jede Phase im Leben kommen Dinge unvorhergesehen dazwischen. Das kann ein Geburtstag sein und dann gibt es da nun mal einen Kuchen und dann dürft ihr diesen Kuchen auch essen und dürft unmittelbar, nachdem ihr diesen Kuchen gegessen habt, wieder weitermachen. Das ist total verrückt, weil niemand sagt, dass das nicht geht, nur ihr selber. Und es ist verblüffend, wie sehr wir glauben, dass dann alles vorbei ist oder so und alles war umsonst oder sowas. Ne? Das ist niemals so. Und ich glaube, dass ihr viel mehr schauen solltet, wo ist der echte Need dahinter, was ist wirklich das Problem, was ich gerade habe. Und ist es wirklich das Essen oder ist das Essen nur etwas, das für irgendwas anderes steht? Und das Essen aber auch wirklich wieder zu genießen, weil das ist so schade, dass man das dann gar nicht mehr macht, sondern irgendwie so nur reinschaufelt und danach denkt so, oh, schon vorbei, jetzt darf ich wieder so lange das nicht essen oder so. Und ja, also mehr genießen, mehr sich freuen und nicht so hart zu sich sein. Ja. Total schön, total schön. Und was auch so ein bisschen rausklang, ist einfach auch die Reise so zu genießen. Ne? Also nicht dieses, ich muss jetzt alles perfekt machen, sondern einfach locker. Total schön. Ja, genau. Und vor allen Dingen, genau, das Ziel, der Weg ist das Ziel. Klingt immer auch so abgedroschen, aber ganz really jetzt, Leute da draußen. Ne? Also es ist ja so, nehmen wir an, ihr seid dann irgendwann an diesem Ziel. Und das Ziel dauert aber ein Jahr, bis man da angekommen ist. Ja. Wie schade wäre es um dieses Jahr dahin? Also dann wäre es ja einfach so verschenkt. Und sich das mal zu überlegen, das ist das, wie mein Mann immer zu mir gesagt hat, du hast dir den ganzen Tag so einen Stress gemacht und bist jetzt keinen Schritt weitergekommen am Abend und hast den Tag verschenkt mit so viel negativer Energie, die du hättest so zig andere Sachen machen können. Und sich das mal rückblickend zu überlegen, wie viel Zeit wir damit vergeuden. Und wir können ja trotzdem dieses Ziel anvisieren. Es spricht ja gar nichts dagegen. Wenn du sagst, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, dann ändere es, ja. Also ich finde es auch schlimm, wenn man 10 Kilo zu viel drauf hat und die ganze Zeit unglücklich ist und nichts änderst. Das ist ja auch nicht der Weg. Mhm. Du sollst was ändern, aber mit liebevoll. Liebevoll, genau. Nicht mit so viel Druck und Stress. Ja. Total schön. Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt noch die letzte Frage. Wenn jetzt hier meine Podcast-Hörerin dir bisher noch nicht folgen oder noch nicht wissen, wo sie mehr von dir kriegen, wo kriegen sie am ehesten noch mehr Susan? Noch mehr. Ja, also am meisten mache ich tatsächlich auch auf Instagram und da findet ihr mich unter Susan Sideropoulos. Ich glaube, es gibt nur eine. Und dort kriegt ihr ganz viel Liebe und ja, also ich versuche immer kleine, schöne Geschichten zu schreiben oder Geschichten aus meinem Leben und die mit euch zu teilen und freue mich immer über ganz viel Feedback und Input auf meiner Seite. Bei Facebook mache ich auch ein bisschen was, aber ja, nicht so viel wie auf Instagram. Also vor allem Instagram und da wird man dann auch Bescheid bekommen, wenn es mit dem Buch weitergeht und dort gibt es alle Infos live. Buch, Theater, Fernsehen, alles gibt es dort.
Perfekt, tue ich auch nochmal in die Shownotes und unter den Instagram-Posts zu dieser Podcast-Folge. Und, sehr gut. vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war ein wunderschönes Interview und danke für den Austausch. Danke, dass wir beide connected sind und danke, dass du so wertvoll deine persönliche Entwicklung mit der Menschheit teilst und dadurch als starkes Vorbild vorangehst. Danke. Danke dir. Sehr gut.